Hallo, vor ein paar Tagen habe ich von der SRH Fernhochschule Riedlingen den akademischen Jahresbericht 2012 erhalten und den möchte ich euch in diesem Video einmal vorstellen. Was mir sehr gut gefällt an dem Bericht ist, dass es sich nicht um eine Werbebroschüre mit vielen Bildern und wenig Informationen handelt, wie ich das auch in letzter Zeit manchmal gesehen habe, sondern dass wirklich sehr viele Informationen in diesem Bericht enthalten sind und entsprechend auch das Ganze eher textlastig ist. Schauen wir also gemeinsam einmal rein. Los geht es hier mit einem Vorwort der Rektorin der Fernhochschule Riedlingen, Frau Professor Sander, in der sie die Leserinnen und Leser begrüßt und auch so einen Überblick gibt über die Inhalte dieses Jahresberichts und was sich so getan hat an der Hochschule. Das Ganze erstreckt sich hier über zwei Seiten und es geht dann anschließend weiter mit einer Darstellung der Hochschule, des Studienmodells und der Verteilung auf die verschiedenen Studienzentren und auch eine Übersicht über das Studienangebot im Bereich Bachelor, Master und auch der akademischen Weiterbildungen. Es erfolgt dann ein längerer Abschnitt, in dem es verschiedene News vorgestellt werden, was sich so im vergangenen Jahr an der Hochschule getan hat. Zum Beispiel was den Akkreditierungen und den Beginn neuer Fernstudiengänge anging. So zum Beispiel der Studiengang Gesundheitsmanagement und Sozialmanagement, der Studiengang Medien- und Kommunikationsmanagement, der auch über das iPad angeboten wird, ähnlich wie der MBA, sowie der Studiengang Wirtschaftspsychologie und Change Management. Was ich dann auch sehr interessant finde, ist der recht ausführliche Teil über Zahlen, Daten und Fakten. So sieht man hier zum Beispiel den Verlauf der Studierendenzahlen, angefangen von der Gründung der Hochschule im Jahr 1996 und es ging fast immer aufwärts, aber gerade jetzt so in den letzten Jahren ist da doch ein sehr deutlicher Zuwachs, der sich ergeben hat. Und im Wintersemester 2012-2013 waren es insgesamt 2216 Studierende, die an der Hochschule eingeschrieben waren. Auch die Absolventenzahlen fand ich ganz interessant. Im Jahr 2012 waren es 230 Absolventen und insgesamt seit Bestehen der Hochschule 1729. Es gibt dann ausführlich Informationen zur Geschlechterverteilung und auch zu den verschiedenen Altersklassen und das Ganze dann auch nochmal aufgesplittet auf die einzelnen Studiengänge, sodass man da doch sehr detaillierte Informationen erhält. Ja, es gibt dann noch einige Zahlen, die wohl besonders beeindrucken sollen und die es auch tun, finde ich. Zum Beispiel wurden in 2012 über 19.000 Prüfungsleistungen abgenommen. Es wurden 375 verschiedene Publikationen veröffentlicht und mehr als 38.000 Exemplare von Studienmaterialien versandt. Dann gibt es hier eine Verteilung der Studierenden weltweit, natürlich die Masse aus Deutschland, aus Europa, aber auch in anderen Erdteilen wie Nordamerika, Afrika oder auch Australien gibt es einige Studierende. Anschließend an den Zahlen-, Daten- und Faktenteil werden die verschiedenen Gremien vorgestellt, zusammen mit den Aufgaben und auch den Mitgliedern, zum Beispiel innerhalb des Hochschulrates. Ein weiterer Abschnitt ist der Lehre und Forschung an der Hochschule gewidmet. Unter anderem werden hier die Evaluierungsergebnisse dargestellt, der Studierendenbefragung hinsichtlich der Qualität der Dozenten, der Verwaltung und auch des Studienmaterials. Aktuell ist es so, dass die besten Noten die Verwaltung bekommen. Die Dozenten liegen da im Mittelfeld und am ehesten scheint wohl noch Bedarf zu sein im Bereich der Studienmaterialien, die aber immer noch auch im guten Bereich liegen. Was ich auch sehr schön fand, ist, dass die Absolventinnen und Absolventen des Jahres alle einzeln vorgestellt werden, mit ihrem Namen, aber auch mit dem Thema ihrer Abschlussarbeit. Ich denke, da wird sich manch einer auch freuen, wenn er da einfach auch dann nochmal auftaucht und namentlich erwähnt wird. Und nach so vielen Texten und Informationen innerhalb dieses Jahresberichtes ist es dann sicherlich auch eine schöne Auflockerung zum Abschluss, auch mal einige Bilder sich anzusehen. Und die Hochschule hat hier in dem Jahresbericht Fotos von verschiedenen Events zusammengestellt, die dann diesen Bericht abschließen und auch abrunden. Ja, das war meine kleine Vorstellung des akademischen Jahresberichts 2012.
der SRH Fernhochschule Riedlingen, wobei ich hier wirklich nur kleine Auszüge aus dem Bericht vorgestellt habe, die ich besonders interessant fand. Es gibt auch noch einige weitere Abschnitte darin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.